Wolfgang Müller, Mietchef Berlin. Heute geht es um den Schweinebauch. Da sind ganz, ganz tolle Cuts drin. Jeder liebt ihn, jeder mag ihn. Ich habe euch hier, seht ihr ja schon, vorbereitet. Ich wollte euch nur mal zeigen, weil das können wir nicht alles rausschneiden, weil irgendwas bleibt dann auf der Strecke. Hier haben wir einen ganz tollen St. Louis Cut. Der Unterschied zwischen unseren Rippchen, was wir haben, ist, dass da natürlich viel mehr Bauch noch drauf ist. Also man hat was zum Beißen. Der liegt dann hier oben drauf, geht bis vor zur Brust. Und das ist für jeden Barbecue-Liebhaber ein unbedingtes Muss. Wir haben aber auch noch Teile drin, wie das Inside Skirt, wie das Bavette, wie dieses Flank. Das sind alles Teile, wenn man das so sieht jetzt, diesen Fettlappen hier. Den haben wir ja früher nur in die Wurst reingehauen. Und dank, Gott sei Dank, den Amerikanern mit dieser Barbecue-Serie haben wir auch gelernt, dass es ganz, ganz tolle B- und C-Cuts gibt, die wir auch ganz toll grillen können. Wir haben hier das schöne Bauchstück, das Pancetta ist da drin, wenn man möchte. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man die ganzen Teile rausschneidet. Und wie gesagt, nachher gibt es ja wieder auf dem Brett diese ganz tollen Teile, wo ihr danach vollziehen könnt und sehen könnt. Wir schneiden erstmal hier oben rein, um das zu lösen, damit wir das Flank rauskriegen. Und Flank heißt Flanke im Prinzip hier bei uns. Das ist dieses Stück und das schneiden wir jetzt ganz toll raus. Es ist butterzart, da kommt es natürlich auch drauf an, sage ich immer wieder, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, kauft gute Qualität im Werkzeug, im Fleisch. So, da schneiden wir das ganz vorsichtig raus. Ihr seht es hier am Häutchen im Prinzip entlang. Putzen können wir es nachher noch. So. So, da haben wir schon das erste Stück. Nachher geputzt ist das ein Wahnsinn, entweder zum Schmoren oder auch zum Grillen. Wir haben hier oben, hier unten drunter ist das Bavette, das werden wir euch nachher auch rausschneiden. So. Dann zeige ich euch jetzt erstmal, wie man die Rippchen rauszieht. Also man kann die Rippen natürlich drin lassen und grillen und so. Aber es ist ja schön, wenn man diese Rippchen raus hat, dann hat man das ganze Fleisch drin. Man schneidet ein, ich zeige euch zwei, drei Rippchen, schneidet man oben auf die Mitte des Knochens mit dem Messer links und rechts erstmal vorziehen, das Häutchen lösen. Das kann man natürlich, wenn ihr wollt, auch vom Metzger schon machen lassen, aber wir wollen das ja selber machen. Dann mit dem Messer links und rechts am Knochen ein bisschen runterkratzen, das Ganze vorlösen. Und dann dreht er den Rücken so zu euch um. Es gibt natürlich heute auch ganz tolle Geräte schon zu kaufen, aber ich bin da oldschool. Ich nehme immer gern den Faden, einfach einen normalen Wurstfaden, doppelt gemacht. Man fährt hier drunter unter diesen Knochen und zieht im Prinzip einmal durch. Das geht ganz einfach, wenn das Fleisch frisch ist, sowieso. So, schaut's. Und jetzt kann man im Prinzip die Rippen ganz einfach locker rauslösen, abknacken. Und dann habt ihr die einzelnen Knochen da und ihr habt schön Brühe wieder, ne? Nichts wegwerfen. Und dann habt ihr hier einen schönen Rücken, der natürlich hier der Knochen fehlt. Ihr könnt hier dieses Knörpelchen rausziehen, da ist ein Knorpel drin. Würde ich aber sozusagen nicht empfehlen, weil da ist viel Fleisch drum. Und wenn man den ganzen Rücken jetzt, den ganzen Bauch bratet, dann kann man das ja abnagen. Wir schneiden jetzt hier rein. Ich zeige euch nur, dass man mal ein schönes Stück hat. Schaut, jetzt haben wir ein schönes Stück Bratenbauch. Man kann es natürlich auch, oder Wammel, man kann es in Scheiben schneiden und schön auf dem Grill grillen. Aber so im ganzen Stück ist es auch immer eine ganz tolle Sache. Dann gehen wir her hier.
Da werden wir uns hier drunter, ist das Bavett, das werden wir uns auch rausschneiden. Das ist auch ein ganz tolles Grillstück. Nachher, wenn das geputzt ist, dann werdet ihr das sehen. Na? Toll, einfach toll. Dann haben wir hier natürlich noch die Rippchen. Da machen wir hier jetzt mal kleine heute nur für uns. Da könnt ihr auch wieder selber entscheiden. Lasst ihr ein bisschen Fleisch dran, dass ihr mehr zum Nagen habt, oder wollt ihr die nur mitkochen im Sauerkraut, dann macht ihr natürlich nicht so viel Fleisch dran. Schön die Ribs. So, und dann haben wir im Prinzip hier, wenn man das jetzt so runterschneidet, den Pancetta, auch Bauch, der ist ein bisschen magerer wie das vordere Stück. Das ist eine super Sache, auch zum Kurzgrillen, könnt ihr marinieren, wie ihr wollt. Und dann haben wir hier drin im Fett, zeige ich euch, da ist ein Stück. Normalerweise haben wir ja früher immer alles verwurstet. Aber hier unten, das ist ein magerer Muskeln. Den schneiden wir jetzt vorsichtig raus. Seht ihr, da kommt ein Stück Fleisch. Das liegt unter dem Flank. Es ist ein bisschen durchwachsener wie natürlich das magere Fleisch. Aber ihr könnt es das gleich angucken. Das ist auch ein ganz, schaut, wie das ausschaut, ganz zart, rosa. Ist auch ein ganz tolles Grillstück, Barbecue-Stück. Den Rest natürlich, wie dieses Fett, wie dieses Fettwammel und so weiter. Das werden wir sehen in unserem Filmchen, wenn es mal um die Wurst geht. Da werden wir das alles reinhauen. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß gehabt habt. Wir richten das jetzt für euch ganz, ganz toll her. Und immer dranbleiben, im Bauch ist mehr wie nur ein Stück Bauch, ein Stück oder Wammel. Und ich würde sagen, der nächste Film, wo wir da machen, da geht es um die Keule. Da habe ich auch schon voll Lust drauf und ich freue mich auf euch. Inside Skirt. Pancetta. Rippchen. Bauch. Matambre. Vaccio. Bavette. Flank. St. Louis Cut.